Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Wir haben am Ende... Oh, das ist hier... Leichte Grafikbugs, interessant. Wir haben am Ende des letzten Parts noch hier das Feld abgefarmt. Und zwar diese Seite hier. Und hier haben wir noch ein bisschen Weizen in der Truhe. Und wir wollen uns leckere Schokomuffins machen. Also zumindest waren Schokomuffins unser Ziel. Und ja, die Frage ist, ob wir auch genügend Kakaobohnen haben. Weil wir ja nur 3 Schokolade draus bekommen und wir bräuchten für uns Stack Muffins so, ja, trotzdem immer noch ungefähr 22 Kakao, nee, erstmal 22, Moment mal, das muss nochmal anders gerechnet werden, egal, oder wir machen natürlich auch Strawberry, können wir auch machen, oder Zucker, mit Zuckerglasur oben drauf, geht auch, machen wir erstmal die normalen Donuts. Daher nehme ich das Weizen hier jetzt raus. Alles kann ich aber allerdings nicht nehmen, weil mein Inventar voll gemüllt ist. Hier, die Sticks können noch hier hin. Und dann kann ich ja mal ein bisschen was in den Rucksack packen. Der ist schon angeschlagen. Das ist derselbe. Upsala. Und die Musik fehlt noch. Dann machen wir die mal kurz an. So. Packen wir mal kurz das Weizen hier rein. Dann kann ich mich die Samen auch noch mitnehmen und dann... ist alles hier in Ordnung. Ich habe natürlich wieder vergessen, die Steuerung hier umzuändern. U und I kann ich mich erinnern. War frei. Daher nehme ich die beiden. Na gut, die war vielleicht doch nicht frei, aber ist mir jetzt auch egal. Es ist gerade Nacht. Das ist ein kleines Problemchen. Esse kurz was und dann rennen wir hier mal ganz schnell durch. Ich möchte möglichst wenig Kontakt mit den Monstern haben. Boah, es ist leicht neblig, habe ich das Gefühl. Auch das der Shader so. Oh, ein Werwolf, den kann man nur mit einer Gold, mit einem Goldschwert besiegen. Oh, scheiße. Generell, haufenweise Monster, ich muss hier weg. Ab ins Better. Boah, der nimmt meine Landschaft da schon auseinander. Das finde ich gar nicht schön. So. Rein hier in die gute Stube. Oh, das ist ja cool. Guckt man hier durch. Das ist ja cool gemacht. Sieht ja wirklich so als, aus, als würde man durch ein dickes Glas so wirklich schauen. Ist ja cool. Vielleicht auch am Tage? Schauen wir mal. Wir haben ja hier. Ja. Das ist cool gemacht. So schön verschwommen. Ohne Shader ist das nicht so. Das weiß ich. Wow, paar FPS-Lags. Gibt es hier ab und zu dann doch nochmal. Aber ist nicht so schlimm. So, ich nehme jetzt hier auch ein paar Folgen auf. Muss ich auch, weil in ein paar Tagen fahre ich weg. Ich glaube, für euch bin ich gestern weggefahren. Oder heute? Ja, ich habe den Sendeplan hier noch offen. Ich schaue da mal kurz. Für euch? Nee, vorgestern. Heute müsste Sonntag sein. Da bin ich vorgestern losgefahren, am Freitag. Und ich brauche halt für die Woche, wo ich weg bin, nochmal Folgen. Daher muss ich hier jetzt etwas aufnehmen. In 2 Sessions werde ich das machen. Jetzt eine Session. Und dann mal sehen, wann ich die nächste aufnehme, ob morgen oder übermorgen, keine Ahnung. Werden wir mal sehen. So, jetzt habe ich hier das Weizen. Wie viel Weizen brauche ich überhaupt? Hier noch die 2 Sticks hier mal kurz rein. So. Erstmal um den normalen Donut herzustellen, brauchen wir das. Wasserheim und... Okay, jeweils 4 Weizen für 6. Bedeutet, für Muffin brauchen wir 8 solche Dinger. Daraus 3 raus. Machen wir erstmal nach und nach. Hier der Rucksack, da packe ich mal anderes Zeug mal rein, was ich jetzt hier unbedingt nicht brauche. So. Hier zur Werkbank. Machen wir mal 6 Stacks von diesen Dingern hier. War es nicht so? Ach, das wird an der anderen Werkbank gemacht. Die habe ich ja in der Küche, oder? Wir hatten ja schon mal sowas gemacht an so einer Werkbank, daher war damals, glaube ich, Pommes mit Ketchup. Da müsste das hier eigentlich aussehen. Oh, wie das verpackt hier ist, ey. Ja, diese Werkbank suche ich. Natürlich habe ich da nicht alles mit dabei, aber was soll's. So. Habe ich jetzt diese Dinger hier. Dann brauche ich noch Wassereimer. Oh, ach du Scheiße, sehr, sehr viele Wassereimer brauche ich. Nur um 3 solche Dinger da herzustellen.
Brauche ich nur unendliche Wasserquelle. Ich habe hier auf jeden Fall einen Wassereimer mit dabei. Muss ich kurz mal zweimal Wasser holen gehen. Aus dem Brunnen gleich hier vorne. Leckeres Brunnenwasser. Es sieht aber auch schön aus. Das gefällt mir. So, diese Wasserquelle, die ich da mache, ist nur provisorisch, weil. Das denke ich mal selbsterklärend. Will hier nicht immer hier Wasser haben. So, mache ich da nämlich in den Boden kurz rein. Und dann nochmal kurz Wasser. Ja, wir hatten ja auch vor kurzem ein neues Haus oder naja, das Haus haben wir noch nicht angefangen, aber wir haben ein bisschen geterraformt. Wollte ich dann allerdings nicht weitermachen, weil ich mehr Bock auf ein Schiff habe. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, toll. Ja, moin. Das kann ja. Das bedeutet jetzt eine Kurzarbeit. Das für nur für ein paar Muffins, ey. Mal, ich kann die Muffins wenigstens stacken. Das muss ja auch in der ja richtig rum sein, natürlich. Warte, schon hier das richtige Wasser nehmen. Und ich hätte erst jetzt einen Muffin voll. Oder eben. Könnte mir natürlich noch weitere Eimer besorgen. Allerdings, ja. Würde das auf jeden Fall Sinn machen. Ja, wir besorgen uns noch mal ein paar Eimer. Ich möchte diese scheiß Muffins zum Essen haben. Und seien es nur die normalen Muffins, aber mit irgendwas noch drauf wäre natürlich noch geiler. Unsere Karotten gehen nämlich auch langsam aus. Natürlich könnte ich mir auch irgendwelches Brot machen. Natürlich. Aber es ist ganz stinknormal langweilig. Das ist so, als würde man Brot das jahrelang essen und es wird auch irgendwann langweilig sozusagen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo habe ich denn hier? Hier müsste das irgendwo sein. Sonst hier Werkzeuge? Da habe ich keine Ahnung. Oder habe ich hier ein. Ja, hier. Oh, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Packe ich noch mal ein bisschen was in den Rucksack. Hier mein Jetpack-Knochenmehl. Alles hier oben hier rein. Setzling auch noch mal. Da die Setzlinge. Ein schönes leeres Inventar. Damit können wir auch schon mal ordentlich was anfangen. Dann machen wir mal Folgendes. Machen auch mal die Inventarleiste hier leer. Auch das Schwert weg. So, der Rucksack kommt eh weg. Dann haben wir jetzt hier die ganze Inventarleiste frei und können da die ganzen Eimer reinpacken. Immer eine Leiste voll oder so, keine Ahnung. So, das geht nämlich schon deutlich schneller. Wie viel Platz haben wir noch? Das passt sogar an Platz. Wunderbar, wie abgemessen. So, dann gehen wir hier rein. Hier haben wir sogar noch was liegen, also man hätte das gar nicht raus tun brauchen. So, hier. Zwar haben wir komplett jetzt übertrieben mit den ganzen Flor. Aber vielleicht gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten, was man damit machen kann. Man kann zum Beispiel ja Eiscreme damit machen. Boah, was braucht man das dafür? Sandwichbrot. Cool. Mit bisschen Salz braucht man das. Das ist natürlich nice. Für ein Chicken. Und Chicken Nugget. Noch andere Herstellungs. Spaghetti. Das ist natürlich nice. Ich liebe Spaghetti. Aber kann man noch aus diesen anderen Dingern, die wir gerade herstellen, noch was mal? Rohe Pizza. Dann die Donuts kann man machen. Boah, es gibt so geiles Zeug hier. Uiuiui. Sind das ja mega nice. Wir werden gleich schon mal die ersten Donuts herstellen. Wenn wir die Wassereimer jetzt hier durch haben. Und das Essenzeugs, das haben wir hier eine Kiste. Eigentlich ganz geil, wenn wir hier eine Kiste haben. So,
Und 32 Donuts bedeutet nochmal ein Stack und dann passt das. Nein, das war jetzt falsch. Hier wieder hin. Danke. Ein Eimer muss sowieso weg. Weil ich hatte vorhin noch zwei Eimer, glaube ich, übrig oder so. Aber da muss ich gleich nochmal schauen. Ja, dann machen wir diesen Eimer hier mal kurz. Ey, ich habe eigentlich die Maustaste durch so. Es bleibt vielleicht dann noch ein bisschen Dough übrig. Ich weiß nicht, was das ist. Das könnte Teig sein. Ja, das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das da ist Mehl. Ja, das ist auf jeden Fall Mehl. Und wir verarbeiten das zu Teig. Der Teig wird dann nochmal zu Donuts gemacht. Ist eigentlich logisch. So, und dann können wir, nachdem wir die Donuts fertig haben, auch wieder beim Schiff weiterbauen, worauf ich natürlich mega dolle Bock habe. So. 56, das passt noch. Da geht noch ein bisschen mehr. Warte. Wir brauchen ja auch mal 8er. Dann machen wir mal hier 6 Eimer. Ich wollte gerade ausrechnen, wie viel wir da jetzt noch brauchen, aber irgendwie, ja, ich habe jetzt keine Lust zu rechnen. Ich denke mal, einige von euch kennen dieses Gefühl. Ich eher seltener, weil ich liebe eigentlich rechnen, aber ja, es gibt auch mal Tage, wo es nicht sein muss. Ich glaube, es reicht auf jeden Fall jetzt hier. So, das da raus. Genau, 64. Wunderbar. So, jetzt ist die Frage, wie viel Zucker, nee, Kakaobohnen haben wir. Oder Erdbeeren. Das ist halt auch nochmal sowas. Erdbeeren oder generell Zucker. Ich würde das mit Zucker bevorzugen. Karamell. Weiß nicht, wie man Karamell bekommt. Slime eher weniger. Das haben wir auch eher weniger. Und Nektar. Wie das schmecken soll. Und Zucker. Also ich glaube, Erdbeeren und Kakaobohnen haben wir halt nicht so viel. Das, was wir aber wirklich am meisten haben können, ist Zucker. Aber selbst davon weiß ich nicht, ob wir da einen Stack zusammenkriegen. Möchten wir erstmal einen Stack Zuckerrohr. So, jetzt ist die Frage, wo ist denn das hier? Samen, Kartoffeln, Karotten, Brot, Fleisch, sonstige Nahrung. Äpfel hätten wir einige. Kakaobohnen nur 5. Eier, Milch. Wo ist das Zuckerrohr? Hier Mondnahrung gibt es hier noch. Aber Erdbeeren. Haben wir ein Stack? Ernsthaft? Das ist ja schön. Aber dann bräuchte ich. Das ist wieder so eine extrem aufwendige Herstellung mit Wassereimer und so. Dann ist mir das mit Zucker lieber. Ja, das ist so aufwendig. Es sieht zwar richtig lecker aus und das würde bestimmt auch richtig lecker schmecken. Und da hätten wir auch eine Verwendung für die Erdbeeren, aber tut mir leid. Aber trotzdem stelle ich mir die Frage, wo ist Zuckerrohr? Hier Papier. Zuckerrohr da. 20 Stück nur. Scheiße. Ich habe nichts zum. Kein Ort, wo ich das angepflanzt habe, richtig? Richtig. Dann muss vielleicht erstmal noch ein bisschen was anderes hier dienen als Nahrungsersatz. Nehmen wir mal einen Stack Tomaten mal mit. Bis genügend Zuckerrohr angewachsen ist. Weil das braucht erstmal natürlich ein bisschen. Frage ist nur, wo pflanzen wir das jetzt an? Gehen wir erstmal kurz schlafen. Nicht, dass wir die Monster der Nacht hier anklopfen und meinen, na, wir wollen das Haus übernehmen. Das lasse ich nämlich nicht zu. So, des Weiteren könnte ich hier ruhig mal alles andere wieder hier nach unten. Ja, das ganze Nahrungszeug, zum Beispiel hier für die Donuts, das packe ich hier mal in eine Kiste, falls wir hier eine Kiste haben. Ich hoffe, dass wir damals eine Kiste gestellt haben. Nee, haben wir nicht. Im Kühlschrank können wir es aber reinpacken. Nee, darf man nicht. Shit. Selbst das Weizen nicht. Das ist hier der Mülleimer. Toaster.
Ne, wir haben hier damals keine Kiste hingestellt. Oh, schade. So, erstmal nehme ich mir mal kurz den Rucksack. Den anderen bitte. Will nämlich das Loch hier kurz zumachen. Weil das brauchen wir jetzt nicht mehr. So, kurz die letzten Karotten essen. So. Ich möchte unbedingt dieses scheiß Zucker-Donuts haben. Ich könnte natürlich auch die normalen Donuts essen. Oder haben wir hier damals schon irgendwie Zuckerrohr angepflanzt? Aber nee, das fehlt bei uns noch. Interessant. Ich würde hier eigentlich am Brunnen so rumherum, aber ihr seid Stein drum. Ich nehme einfach mal ein Wassereimer oder zwei Stück mal mit und werde die mal an der Werft mal aufbauen, dass ich da ein bisschen Wasser habe. Weil wenn wir jetzt am Schiff weiterbauen, da ist ja toll. Nützt auch nichts, weil dann der Schrank nicht mehr geladen ist, wisst ihr? Gut, dann machen wir es jetzt so. Das ist die richtige Kiste. Packen wir hier wieder alles ins Inventar. So, alles Nahrungsmittelmäßiges auch mal ins Inventar, obwohl das Zuckerrohr will ich erstmal noch drinnen lassen. Obwohl wir lassen ruhig mal auch andere Zeug mal mit drinnen. Was wir jetzt nicht unbedingt brauchen, wie die Portalkanone zum Beispiel. So, das war's. Das war's. Gut. Dann let's go. Geht's nun an der Werft weiter.